Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute trifft der 1. FC Köln auf Greuther Fürth. Und ja, der 1. FC Köln konnte jetzt zweimal hintereinander gewinnen. Der 1. FC Köln konnte zweimal hintereinander die Null halten gegen Kiel und auch gegen die Hertha. Und das möchte man natürlich auch gegen Fürth weiter beibehalten. Die Fürther, die haben einen Trainer gewechselt. Allerdings hat der Trainer nicht so viel Effekt bringen können. Wie gesagt, sie haben jetzt auch die letzten Spiele deutlich verloren, wie auch gegen Darmstadt letzte Woche mit 5:1. Klar, das wissen wir auch, das haben wir auch geschafft. Aber trotzdem wäre es natürlich ganz, ganz wichtig für den 1. FC Köln, gerade vor der Länderspielpause dann auch jetzt das nächste Heimspiel zu gewinnen, um weiter oben in der Tabelle zu klettern. Weil wenn man das heute wieder verliert, dann wäre es halt wieder der nächste Nackenschlag und das eben auch kurz vor der Länderspielpause. Also es wäre schon gut, wenn wir hier das Ding erfolgreich gestalten. Ich nehme euch mit. Ich sag mal, wir fahren jetzt mal los. Auf geht's nach Köln-Müngersdorf. Let's go. Ihr seht, ich sitze im Auto und ich bin wieder nicht alleine, denn hier hinten sehen wir schon, die Oma ist auch wieder mit dabei. Oma, bis jetzt hast du ja immer Glück gebracht eigentlich, ne? Also ich glaube, es war ein Spiel mal, wo wir mal verloren haben. Aber sonst haben wir eigentlich immer gewonnen. Deswegen, kurz vor der Länderspielpause müssen wir heute auch wieder gewinnen. Deswegen ist er auch heute wieder mit dabei. Nein, Quatsch, natürlich ist er auch dabei, weil sie einfach den FC liebt. So, was ist dein Tipp, Oma? 2:1 für Köln natürlich. 2:1. Mein Tipp war ja ein 2:0. Also von daher, damit würde ich auf jeden Fall auch gehen. Hauptsache 3 Punkte, das ist das, was zählt. Und dann fahren wir jetzt mal los, oder Oma? Ja, klar. Sehr gut, also auf geht's. Ich bin angekommen hier in Köln-Müngersdorf auf dem Parkplatz und jetzt geht's wieder Richtung Stadion. Also, wir sehen uns gleich dann am Müngersdorfer Stadion. Da ist es wieder, das Wohnzimmer. Ja, es ist, wie gesagt, ich sag's eigentlich bei jedem Stadion-Vlog, aber es ist auch so. Es ist einfach immer wieder schön, hier zu sein. Und heute werden hier keine 3 Punkte weggenommen von Fürth, sondern die 3 Punkte bleiben schön hier im Stadion, im schönsten Stadion Deutschlands. Und jetzt geht's auch zumindest schon mal ans Stadion. Rein geht's noch nicht. Dafür sind wir noch ein bisschen früh da, aber es wird natürlich auch noch eine Stadionwurst geben. Also ne, das, was eigentlich dazugehört an einem Spieltag vom 1. FC Köln. Also ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Und jetzt gehen wir auch in die Nähe des Stadions. Ich bin hier am Stadion und habe ein paar Zuschauer getroffen und auch euch frage ich natürlich nach euren Tipps. Ich tippe 4:1. 4:1, okay. Ja, ich auch so. Zweimal Limpalle, einmal meiner und einmal Waldschmitz. Okay, ja, würde ich auf jeden Fall nehmen. Mein Tipp ist ein 2:0. Hauptsache also, 3 Punkte. Ja, auf jeden Fall gegen Fürth. Die waren ja jetzt auch nicht so gut jetzt letzten Wochen. Mehr gegen Darmstadt dürfen wir nicht zu laut sein. Auch da haben wir 5:1 verloren, aber... richtig, aber wie gesagt, heute... Gerade vor der Länderspielpause muss man auf jeden Fall nochmal punkten, oder? Ja, absolut. Ja, wünsche euch viel Spaß. Danke. Ihr seht da hinten schon die Stadionwurstbude sozusagen. Und natürlich ist auch hier die Stadionwurst. Und auch die wird natürlich hier wieder probiert. Ja, wie gesagt, wunderbar. So kann ein Stadiontag schon mal starten. So, ich habe meine Stadionwurst schon gegessen. Und die Oma, die hat sich Reefkuchel. Ja, genau. Geben lassen. Und wie schmecken sie, Oma? Sehr lecker. Von der Skala 1 bis 10? Ja, natürlich 10. Ja, wunderbar. So lässt sich das sein. Ne? Meine Stadionwurst war auch sehr, sehr gut. Also Oma, dann lass es dir schmecken. Ja, ich bin Zuschauer getroffen. Hallo. Hi, grüß dich, mein Lieber. Deine Tipps hätte ich gerne für das Spiel. Ich tippe ein 3:1 für den FC. Ich sag, ja, erst kassieren wir eins und dann holen wir das Spiel noch auf. Okay. Ja, gut. Das heißt am Ende 2:1. 3:1. 3:1, okay. Ja. 3:1, gut. Ja, ich bin bei dem 2:0. Ich glaube, dass Marvin Schwäbe heute wieder die Null halten wird. Und dass die Abwehr wirklich auch so stabilisiert wurde, dass man auch gegen Fürth... man muss ja auch sagen, die Fürther haben ja jetzt auch die letzten Wochen jetzt auch nicht so die beste Leistung gehabt. Haben ja auch den Trainer entlassen, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Also von daher hoffe ich da schon, dass wir es dann auch so packen. Ja, ich danke dir. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Ich habe hier ein paar Zuschauer getroffen. Ich glaube, wir passen alle auf ein Bild drauf. So, was sind eure Tipps? Aus raus. 3:0 Schwäbe hätte die 0. 2:1. 2:1. 2:0. 3:0. Okay, ist da auch 2:0. Und Hauptsache 3 Punkte, ne? Das ist das, was zählt. Dann ist das, was zählt. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß. Weiter geht's mit Zuschauertreffen. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr hier seid. Schön.
Ja, was war euer Tipp für das Spiel? 2-0. 2-0, sehr gut. Mein Tipp auch. Ja. 3-1. 3-1, okay. Würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Ne? Ja, wünsche euch viel Spaß. Gegen Fürth sollte es ja normalerweise drin sein, weil die sind ja jetzt schon nicht so gut gestartet. Ja, eigentlich ja. Schon zu Hause, 50.000 sind da. Also von daher sollte man da auf jeden Fall gewinnen. Ne? Alles klar, dann euch viel Spaß. Ja, ja, weitere Zuschauer getroffen. Und er hat hier noch eine richtig leckere Pommes. Was sagst du, Pommes? 1 von 10? 10, okay, sehr gut. Interessant, die Refkurve war auch schon eine 10, die Stadionwurst war eine 10. Also in Köln lässt es sich gut leben hier. Jetzt kommen wir natürlich noch zu euren Tipps. Was sagen wir zum Spiel? Ich sag 4-0. 4-0, okay. Ich sag 3-1. 3-1? Okay. Ich sag 3-0. 3-0, okay, ja. Das hört sich alles sehr vielversprechend an. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja, danke. Dankeschön. Ciao, ciao. Nach den Zuschauern waren wieder einige, die mich getroffen haben. Wirklich vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, euch zu treffen. Und jetzt geht's wieder nach oben auf unsere Plätze. Denn in einer Stunde ist auch schon wieder Anpfiff. Das heißt, ja, jetzt geht's für uns dann hoch. Wir haben auch noch nichts getrunken. Auch das müssen wir noch nachholen. Und dann geht's gleich los. Ihr seht, ich bin drin im Müngersdorfer Stadion. Und natürlich auch das passende Kaltgetränk, so wie es sein muss. Ja, jetzt hau ich auf ein geiles Spiel. Come on, FC! Oh.
drei Punkte. Come on, FC! Alle! Alle! Erste FC Köln! Erste FC Köln! Erste gespielt und ja, der FC ist dran, aber auch Fürth hatte schon zwei sehr gute Möglichkeiten, wo der FC echt aufpassen musste. Ja, es ist zurzeit aber auch kein Spiel, sag ich mal, wo man jetzt ganz klar sagen muss, hier muss schon einer führen. Aber der FC ist auf jeden Fall dran, man sieht die Ansätze und jetzt heißt es einfach, dass man auch ein bisschen Glück braucht, dass der Ball dann am Ende mal ins Fürther Tor fällt. Weg, ja. Tiefer machen, Tim. Come on, FC! Come on, FC! Come on, FC! Come on, FC! So, 0:0 hier in Köln-Müngersdorf. Der 1. FC Köln ist bemüht, definitiv. Sie haben auch schon auf einige Chancen, allerdings ja, sind sie vorne dann nicht zielstrebig genug und auch nicht kaltschneuzig genug. Das muss sich gerade in Halbzeit 2 dann verbessern. Die Fürther sind auch hier und da mal gefährlich vor das Tor gekommen. Trotzdem würde ich sagen, dass der FC schon auch ein Ticken besser ist in dieser Partie, in diesem Heimspiel. Also von daher, ja, wie gesagt, würde ich das schon sagen, der FC ist näher dran am ersten Tor als Kräuter Fürth. Ja, trotzdem muss man jetzt zielstrebiger bleiben, jetzt auch dann kaltschnäuziger sein. Und das ist das Ziel für den zweiten Durchgang. Also, come on FC, wir wollen hier gewinnen. Ein Punkt wäre eigentlich zu wenig, muss man sagen. Also, Sieg wäre schon viel, viel besser. Auf in die zweiten 45 Minuten. Come on FC! Komm rüber! Spielminute und wir kriegen einfach nicht den Ball ins Tor. Es ist echt zum Verzweifeln. Es ist auch keiner, der da irgendwie mal ja, einen auspackt. Ja, wenn schon es eben nicht spielerisch funktioniert, dann muss man einfach auch mal einen raushauen. Und das kriegen wir auch nicht hin. Es ist zurzeit ein sehr zähes Spiel und es sieht zurzeit aus, als ob es hier 0:0 endet. Komm! Rüber! Jetzt! Der Heimbereich ist aus. Ja! Oh!
Und Torschütze war der Spieler mit der Nummer 42, Dingen! Ja! Oh! Jawohl, Schwebe! Ja, Mann! Jawohl! Jetzt! Wir sind die Weltmeister vom Ring! Wer uns den kennt, der wird den kennen! Wir werden können, keine Mann, nicht immer! Aber Jünne könne, das könne man jung. Sieg! 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 La 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 la! Cha la 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 la! Cha la 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 la! Cha la 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 la! Cha la 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 la! Cha la 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 la! Cha la 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 la! Ja, das war's hier aus Köln-Müngersdorf. Der 1. FC Köln gewinnt dank Damien Downs, dank den letzten 4 Minuten der Nachspielzeit. Ja, es war ein sehr, sehr enges Spiel. Der 1. FC Köln war trotzdem aber immer wieder die überlegere Mannschaft. Also, der, ja, wie gesagt, Greuther Fürth war jetzt nicht die ganze Zeit so, dass man sagen würde, boah, die haben uns jetzt hier aber dominiert. Das war es auf gar keinen Fall. Aber der 1. FC Köln hat eben auch nach vorne zu wenig dann am Ende investiert, hat auch nach vorne zu wenig Möglichkeiten zumindest jetzt effektiv nutzen können. Und immer wieder war dann ein Bein dazwischen von Fürth. Ja, oder es war eben auch dann Pech, der Ball wurde nicht richtig getroffen, dann ist der Ball übers Tor geflogen. Und so war es natürlich ein sehr enges Spiel und es sah lange nach einem 0-0 aus. Aber wie gesagt, dank Damien Downs konnten wir dieses Spiel dann doch gewinnen. Und das sieht man auch in der Tabelle jetzt. Platz 7, 18 Punkte und es sind auch nur noch 2 Punkte auf Platz 3 und Platz 2. Also es ist sehr, sehr eng da oben und deswegen wird auch das nächste Spiel nach der Länderspielpause gegen Preußen Münster entscheidend sein. Das ist nämlich das nächste Auswärtsspiel und dann spielen wir hier wieder zu Hause gegen Hannover 96. Also es ist auf jeden Fall noch vor Weihnachten viel zu tun für den 1. FC Köln und es ist auch noch alles drin. Und jetzt frage ich hier zum Ende des Stadionvlogs natürlich auch noch meine Onoma. Was sagst du zum Spiel? Es war stellenweise eine Zitterpartie, aber FC hat gewonnen und erzählt. Ja, und du hast heute wieder Glück gebracht, ne? Ja. Das kann man sagen. Ja, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn euch der Stadionvlog gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support und ich verabschiede mich jetzt hier aus Köln-Müngersdorf. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.